In dem Hotel The Fullerton Bay, das ist direkt unten an der Bay, was sie da neu gebaut haben, noch vor Corona, habe ich gedacht, es ist ein tolles Hotel. Muss ich sagen, ist nicht mein Hotel. Die Qualität gefällt mir nicht. Und ich bin auch dann am Abend in die Brasserie gegangen und wollte dort etwas Hochwertiges essen. Ich habe dort viele Japaner gesehen, habe gedacht, okay, wenn die Japaner da schon hingehen, dann gehe ich da auch mal hin und wollte dann eben dort entspannt einen ja, leckeren, lokullischen Abend verbringen. Das hätte ich mir sparen können. Das war wirklich schlecht. Grundsätzlich die Qualität des Essens war in Ordnung, aber der Service dort hat alles kaputt gemacht. Also ein Service, wo die Mitarbeiter nicht funktionieren und wo man einen Service bekommt, der dieser Preisklasse nicht gerechtfertigt ist, das macht mir extrem große Sorgen, weil im Bereich First Class, wenn man First Class unterwegs ist, wenn dort Mitarbeiter sind, die nicht First Class leisten, dann ist das wirklich eine Tragödie. Und so auch in so einem First Class oder Sterne-Restaurant, wo man eben auch in einem Top-Hotel, wo ja wirklich viele reiche Menschen dieser Welt übernachten. The Brasserie in the Fullerton Bay Hotel war so unterirdisch schlecht, dass es wirklich schade war um jeden einzelnen Cent, den ich in diesem Hotel dort ausgegeben habe und garantiert nie wieder dorthin gehe. Absolutes No-Go.